Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag. Zeit für den nächsten Stimmtipp. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass die Stütze sehr, sehr wichtig für das Singen ist. Was ist damit gemeint? Mit Stütze bezeichnet man die Arbeit des Zwerchfells, die die Stimme unterstützt. Und dadurch hat sich der Begriff Stütze eingebürgert. Das Zwerchfell ist der Motor unserer Atmung und es muss eine ganz bestimmte Art von Arbeit machen, damit unsere Stimme mit voller Kraft und gleichzeitig ganz entspannt klingen kann. Ist also wirklich ein zentrales Thema, worüber man lange, lange sprechen könnte und viel zeigen könnte. Ich zeige dir drei kleine Übungen, wie du sofort deine Stütze aktivierst und deine Stütze so arbeiten lässt, dass du schon einmal eine tolle Unterstützung für deine Stimme bekommst. Dazu rieche einmal wie an einer wunderbar duftenden Rose. Und dieses Feeling, das du beim Riechen hast, das setzt du dann fort, wenn der Klang kommt. Du machst also exakt das Gleiche weiter, wie wenn du einatmest beim Riechen. Dann, wenn der Klang kommt. Das ist ganz wichtig, dass du hier nicht ganz was anderes machst, sondern du setzt dieses Riechfeeling einfach fort. Das zweite tolle Bild, das du verwenden kannst, ist Staunen. Oh, oh. Und fühl auch nach, wie sich das im Oberkörper anfühlt, wenn du mit voller Vorstellungskraft hier staunst. Oh, oh. Je intensiver du dir diese Dinge vorstellst, desto besser arbeitet der Körper. Also nicht nur einfach sich denken, okay, ich sollte staunen, oh, oh, ja, könnte es sein, sondern hier wirklich in das Feeling gehen. Oh, oh. Und du hörst es auch sofort am Stimmklang, wenn der ganz klar wird und auch wenn eine gewisse Leichtigkeit dann im Kehlkopf zu spüren ist. Und du kannst Stütze, damit sind wir schon bei der dritten Übung, toll üben, indem du folgende Konsonanten immer wieder sprichst und zischst mit F, F, S, S, Sch, Sch. Du kannst hier variieren, mehrmals kurz. Wichtig ist, dass du einerseits spürst, wie dein Körper dabei arbeitet. Und dass du aufmerksam bist, dass du durch das hier nicht Druck machst. Das sehe ich öfters, dass die Leute dann, dass sie hier reinpressen. Hier im Kehlkopf bleibt es ganz entspannt. Die Arbeit kommt von unten, von den Bauchmuskeln und vom Zwerchfell natürlich. Dann kannst du es auch länger machen. Wichtig ist, wie du vielleicht dir aufgefallen ist, dass nach dem langen Ton die Spannung ruckartig ausgelassen wird. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, hier mit diesen einfachen Übungen deine Stütze zu aktivieren und zu verbessern. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag.